Eine insgesamt positive Bilanz zog die Arbeitsagentur am Montag für das Ausbildungsjahr 2011. Laut Petra Bratzke, Chefin der Arbeitsagentur Halle, gab es eine relativ entspannte Situation auf dem Stellenmarkt. Die Chancen waren so gut wie noch nie. Rein rechnerisch kamen auf 100 Bewerber 95 Ausbildungsstellen. Die Zahl der Bewerber ging im Vergleich zum Vorjahr aufgrund sinkender Schülerzahlen um 2,6% zurück. Dennoch blieben 288 Bewerber ohne Stelle und 652 Lehrstellen unbesetzt. Für die noch unversorgten Bewerber wird die Arbeitsagentur noch eine Nachvermittlungsaktion starten, die bis Dezember 2011 dauern soll.